Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Palia. Ja, ich kann jetzt im Moment leider nicht mehr so viel aufnehmen, weil ich jetzt ehrlich gesagt langsam aber sicher mal ins Bettchen muss. Aber eine Sache wollte ich nochmal kurz mit euch zusammen machen. Und zwar, eigentlich sind es zwei Sachen. Und zwar, einmal die Reparaturstation. Ich hatte mir das Rezept jetzt nochmal kurz geholt. Und die wollte ich zusammen mit euch herstellen. Und dann einmal die Wurmkiste. Die habe ich meines Wissens nach noch nicht hergestellt, oder? Moment, jetzt muss ich mal eben schauen. Oder war das jetzt hier die Wurmkiste? Nee, Würmer herstellen. Okay, okay, okay. Die Würmerkiste haben wir schon gemacht. Wo habe ich denn jetzt hier? 5. Das stelle ich mal hier vorne hin, würde ich sagen. So. Und dann mache ich das mal eben mit euch zusammen. Aber ich muss ganz schnell mal mein Reparaturset rausholen, weil sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. Ich habe es einmal unterwegs getestet, aber da war die Kamera, glaube ich, nicht am Laufen. Deswegen hier einmal draufklicken. Und dann möchte ich das hier repariert haben. Und ihr seht schon, ich brauche 19 von den Reparatursets. Und es kostet mich nichts. Das verwirrt mich ein wenig. Nö, es kostet mich nichts. Ich habe das mal unterwegs gemacht, da musste ich irgendwie noch zusätzlich 20 Gold oder so bezahlen. Aber jetzt muss ich anscheinend nur die Reparatursets bezahlen. Das ist gut. Und wenn ich den jetzt hier noch reparieren will, brauche ich jetzt im Vergleich nur noch 9 zu bezahlen, was natürlich auch schon viel ist. Oder Moment, ich glaube, er hat aber gerade Gold abgezogen, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich müsste jetzt ehrlich gesagt auf der Aufnahme nochmal gucken. Aber ich meine, er hat gerade auch das Gold, ja, runtergesetzt. Aber so funktioniert das Ganze und dann sind die auch wieder komplett voll. Was ich sehr, sehr gut finde, weil dann kann ich die nämlich wieder nutzen. Nein, das wollte ich mir jetzt nicht in die Hand nehmen. Ja, und das wollte ich euch eigentlich nur mal kurz zeigen. Ach so, und eine Sache noch. Wir haben das hier mit dem Kochen irgendwie ein bisschen geschludert. Ja, okay, ich habe ein bisschen geschludert. Ich mache ganz schnell mit euch mal kurz eine herzhafte Gemüsesuppe. Ich habe übrigens auch irgendwo unterwegs mal, ich habe es angeklickt und nicht ganz gewusst. Ich dachte, man muss nur irgendwas lesen, aber es war ein Rezeptebuch. Die liegen tatsächlich einfach so rum, in dem Fall jetzt in einem Haus. Ich kann auch dicke Kartoffelsuppe machen, theoretisch, weil dafür brauche ich nämlich diesen anderen Ofen. Den werde ich mir dann auch dementsprechend nochmal holen, weil die dicke Kartoffelsuppe, da kriegt ihr 275 Fokuspunkte mit. Ich kann jetzt aktuell, glaube ich, nur 250 überhaupt nutzen. Entsprechend ist das schon sehr, sehr viel. Aber ich mache einmal mit euch zusammen die herzhafte Gemüsesuppe. Ja, ich habe halt einen doofen Fehler gemacht beim letzten Mal. Und zwar hier habe ich draufgeklickt, das war soweit richtig. Ich glaube, das habe ich sogar auch noch gemacht. Da müsst ihr dann achtmal hier bei diesem Minispiel treffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dann geht ihr hier wieder zurück. Steckt das dann da rein. Und dann müsst ihr die linke Maustaste gedrückt halten, bis sich dieses blaue Feld ja am Rand befindet. Und dann nochmal einmal kurz klicken und dann ist das Ganze erfolgreich. Also eigentlich sehr, sehr, sehr einfach. Nur die kleine Gameplayerin hat es beim letzten Mal irgendwie nicht so ganz auf die Kette bekommen. Ich weiß auch nicht genau, warum. Ja, und damit könnt ihr euch eigentlich sehr kostengünstig, muss ich sagen, eure Gemüsesuppe machen und wie ihr seht, da kriegt ihr jedes Mal 100 Fokuspunkte mit. Das heißt, ich kann 250 insgesamt machen. Entsprechend nehme ich 2 davon und bin quasi fast voll. Und ich glaube, der hat sogar, nee, der hat 30, der hat 55. Ja gut, der wäre ein bisschen mehr. Den könnte man dann noch einmal nachschieben, wenn das dann hier wieder so ein bisschen zurückgegangen ist. Ja, das ist das, was ich jetzt euch mal eben zeigen wollte und ich gehe jetzt ins Bettchen. Für euch geht es aber direkt weiter, wenn ich hoffentlich einigermaßen ausgeschlafen bin. Also sprich direkt jetzt. Und damit sind wir auch schon wieder zurück. Wir haben 775 Gold erhalten. Ich glaube, das haben wir auch noch in der letzten Folge gemacht, dass wir die Sachen da reingeworfen hatten. Was ich allerdings nicht gemacht hatte, das hatte ich leider offline danach nochmal kurz gemacht. Und zwar hatte ich, weil ich mich ein bisschen vertan hatte,
glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Es ist ein Glasofen. Es kann auch sein, nee, es ist, glaube ich, doch der richtige. Den wollte ich aufstellen, aber er hat mir gesagt, dass ich keinen Platz habe. Genau wie hinten mit dem zweiten mit dieser Wurmkiste oder wie sie sich nennen, keine Ahnung. So, und wenn ich das versuche, steht hier nur, kaufe Handwerkslizenzen im Rathausshop, um dein Handwerksbudget zu erhöhen. Das heißt, wir haben ganz offenbar die Antwort darauf gefunden. Eigentlich haben wir das ja schon mit der Wurmkiste, aber jetzt wissen wir es genau. Wir müssen, ich denke mal, ab einer gewissen Größe, beziehungsweise ab einer gewissen Vielfalt, die wir hier stehen haben, ich würde jetzt mal dazu zählen, auf jeden Fall dieses Ding für den Stoff. Ja, die Werkzeugbank, weiß ich nicht, ob die mitgezählt wird. Das Sägewerk, die beiden Öfen auf jeden Fall. Hier diese. Ach so, da haben wir jetzt auch wieder Würmer drin und so. Diese Kiste hier, die Wurmkiste, die wird wahrscheinlich auch mitgerechnet. Übrigens habe ich jetzt gerade festgestellt, also gestern Nacht besser gesagt, wenn ich ein bisschen überdreht bin, tut es mir leid, weil ich hatte nur etwas über 4 Stunden Schlaf, weil ich so spät noch mit euch hier drin war, beziehungsweise mit dem Epi noch drin war, ein bisschen gefarmt habe und danach habe ich ja dieses kurze Video noch aufgenommen. Es gibt zwei verschiedene Dünger. Es gibt einmal Quality-Abdüngemittel, Dünger, der die Pflanzenqualität verbessert. Den bekommt man eigentlich immer so mit dabei. Aber es gibt auch noch den Harvest-Boost-Dünger. Düngemittel, das die Zahl der Ernteerträge erhöht. Und jetzt muss ich mal eben schauen, wo ich jetzt eigentlich meinen Zettel habe. Den habe ich irgendwo hier oben, glaube ich. Jetzt könnte man theoretisch hingehen und sagen, ich möchte, was weiß ich, ich gucke gerade mal. Ja gut, das sind die Goldwerte. Von den Goldwerten können wir nicht ausgehen. Aber ich habe mal eine Übersicht gemacht von den Dingen, die man hier so anpflanzen kann. Also den Vogel abgeschossen haben die Kartoffeln. Die geben in normalen nämlich 45 Gold. Ja, Gold. In Sternchenqualität sogar 67. Und die Baumwolle ist auch noch nah dran. Die würde 45, was heißt nah dran, ist genau der gleiche Wert, gibt auch 45 Gold in Normal und 67 Gold in Gold, wollte ich gerade sagen, in Sternchen. Und ich denke, das sind wirklich die Sachen, auf die wir uns so ein bisschen nicht beschränken sollten, aber von denen wir auf jeden Fall mehr machen sollten. Ich möchte alles andere natürlich auch noch anbauen. Ich guck mal eben, ja genau, wir haben jetzt Weizen und Kartoffeln. Das heißt, dass ich Baumwolle habe ich, glaube ich, jetzt noch angepflanzt, oder? Dieses Geräusch. Ich bin mir nicht sicher, was es ist. Also ich kann jetzt wieder ernten, aber daran kann es, glaube ich, nicht liegen, weil ich das Geräusch schon mal gehört habe, als ich nicht ernten konnte. Dann machen wir hier mal ein bisschen sauber. Ich weiß aber nicht genau, was es ist. Mit G könnt ihr hier untersuchen. Da könnt ihr übrigens auch schön sehen. Zum Beispiel hier Unkrautvorbeugung. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass die Tomaten Unkraut vorbeugen oder ob das diese Kombination ist. Da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Aber was ihr immer machen solltet, ist so ein paar Sachen durcheinander pflanzen. Ich werde auf dem Blog mal was hochladen. Ich muss das alles die Tage mal machen. Ich gebe zu, ich habe noch keinen Eintrag gemacht, wo man mal eine kleine Übersicht sieht, welche Sachen man zusammen an Gemüse anbauen sollte und so weiter. Hier den Qualitätsbooster habe ich auf die Kartoffeln hier vorne drauf gemacht. Der ist auch immer noch drauf. Dann auf den Zwiebeln ist anscheinend auch noch ein Qualitätsbooster. Und hier seht ihr auch Wachstumsstärkung. Das habe ich wohl nicht aktiv reingemacht. Qualitätsbooster nochmal hier auf den Tomaten und auf den Blaubeeren sind es da hinten. Und ja, ihr könnt es ja selber lesen, was wo drauf ist. Aber dieses Geräusch ist nicht hier hinten, obwohl wir die auch ernten können. Das ist nur hier vorne. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich kann zumindest jetzt mal alles abernten hier. Wie ihr seht, ich weiß nicht, ob wir das zuletzt online gemacht hatten oder ob ich das offline gemacht hatte. Die Tomaten könnt ihr mehrfach ernten. Also die habe ich jetzt schon einmal geerntet. Die muss ich untersuchen. Die sind noch nicht fertig. So, da müssen wir die noch nachgießen. Die sind noch relativ spät erst hier reingekommen. Ich weiß gerade gar nicht, was das ist, wenn ich jetzt ehrlich bin. So.
die Tomaten. Ach, die kann man auch wieder ernten. Moment, dann ernte ich die erstmal kurz so. Hallo. Und wieder Wasser drauf. Der Rest sieht eigentlich gut aus. Okay, das ist nur in der Mitte so dunkel. Okay. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Keine Ahnung. Wir haben jetzt... Jetzt muss ich mal eben schauen. Wir haben Kartoffeln auf der 8. Die würde ich gerne reinsetzen. Machen wir mal hier. Und dann haben wir noch mal Weizen. So. Dann haben wir, glaube ich... Achso, doch hier. Sternchenkartoffeln haben wir noch. Kriegen wir da irgendwie besonders viel für, wenn wir das verkaufen? Eigentlich nur 30, ne? Ich weiß auch nicht, ob da dann automatisch Sternchenware rauskommt. Also Sternchen, also hier diese Sternchen. Ob die automatisch hier rauskommen, wenn ich die sehe? Da bin ich mir nicht sicher. Ich habe mir das jetzt so zu eigen gemacht, dass ich immer die drin lasse erstmal, die ich so brauche, weil ich ja auch Gemüsesuppe und sowas mache. Da nehme ich dann eben auch die Kartoffeln für. Dummerweise, obwohl die Kartoffeln ja gerade das sind, was am meisten Ertrag bringt, wie ihr seht, hier 45. Mal ebenso aus einer Ernte sind das 225 und das ist nicht gerade wenig, ne? Und dann haben wir nochmal die Sternchenkartoffeln, die wir zusätzlich dazu geerntet haben, sind auch nochmal 210. Sind wir eben 426, die wir jetzt nur an den Kartoffeln in einer Ernte hatten. Zwiebel haben wir auch nochmal 210, wenn wir die jetzt verkaufen würden natürlich, ne? Die Tomaten sind nicht so teuer, allerdings haben wir die auch nur kurz abgeerntet. Also die mussten wir jetzt auch nicht nochmal neu reintun und alles. Ja, und wir würden jetzt nochmal 98 dafür kriegen. Ich würde sagen, das Sternchen Saatgut machen wir auf jeden Fall rein. Das sind zwei einzelne, die ich habe. Tun wir die hier rein? Achso, da oben ist noch eine. Moment. Ja, diesmal funktioniert es auch. Sehr schön. Habe ich hier sonst noch irgendwas, was ich reintun kann? Sieht nicht so aus. Dann gießen wir das Ganze mal eben. Eigentlich wollte ich solche Arbeiten jetzt nicht mit euch machen, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich das jetzt schon mal alles erklärt hatte hier. Und ich bin ja jemand, der in jedem Spiel immer viel ja, anbaut und erntet und überhaupt. Und deswegen finde ich das hier auch ganz klasse, dass man auch damit recht gut Geld machen kann. Ich meine, klar, man muss dann bei den Kartoffeln, ich glaube, 3 oder 5 Tage warten. Gut, Paliertage, muss man dazu sagen. Es sind jetzt keine echten Tage. Das haben sie immerhin schon mal gut gemacht. Achso, ich hatte hier, glaube ich, noch nichts Neues reingemacht, ne? Ich könnte... Ja, ich würde normalerweise sagen, wir nehmen da jetzt eine Kartoffel. Weil die Kartoffeln halt, wie gesagt, am meisten bringen. Und ich würde die gerne sehr vervielfältigen, dass wir immer so 10 im Stock haben. Und ich dann immer wieder neue anpflanzen kann. Und eine Kartoffel gibt uns immerhin 4 Kartoffelsamen. Dass wir das dann nochmal vervielfältigen können. Ja, komm, machen wir mal. Und ich werde mal Sternchen Baumwolle, werde ich mal reinmachen. Ich möchte das gerne ausprobieren, ob da dann auch Sternchenmaterial rauskommt. Bei der Baumwolle weiß ich jetzt genau, dass das Sternchenmaterial ist. Ich bin ganz ehrlich, bei dem Rest, den ich jetzt gepflanzt habe, habe ich nicht mehr drauf geachtet, was Sternchen war und was nicht. Also das, ja. So, Moment. Ich werde erst nochmal kurz das Wasser hier auffüllen. Boah, ich komme gerade von Disney Dreamlight Valley, da habe ich eine Aufnahme gemacht. Da ist das mit dem Laufen ganz anders. Ich bin hier schon wieder total verwirrt. So, Zwiebeln haben wir jetzt eigentlich viele drin. Also die verkaufen wir auf jeden Fall mit den Sternchen. Die natürlich nicht, das, obwohl die... Naja... 23 oder 34. Allerdings... Ich meine, gut... Ja, wir brauchen Geld. Komm, wir verkaufen es jetzt mal. Dann die Sternchen verkaufen wir, die Sternchen. Und wir haben schon wieder fast 500 nur. Gut, die Gemüsesuppe, die habe ich jetzt gestern gemacht. Beziehungsweise heute Nacht. Aber nur dadurch, dass wir jetzt was geerntet haben und nur die paar Sternchensachen verkauft haben. Also das finde ich wirklich wunderbar. So, dann kann ich hier erstmal rausgehen. Wir lesen uns auch gleich nochmal direkt durch, was die Leute hier haben. Kartoffeln werde ich erstmal reintun. So dass wir so, weiß ich nicht, 15 oder so im Stock haben, weil die brauchen wir ja auch immer für die Gemüsesuppe.
Weizen, wie viel? Na gut, das wäre jetzt der eine. Okay, das wäre jetzt genau 15. Alles Überschüssige könnten wir dann verkaufen. Zwiebeln würde ich sagen, dass wir auch so 15 behalten. Rest verkaufen wir dann. Tomaten tun wir erstmal alle rein. Ich weiß nämlich nicht, was wir mit den Tomaten eventuell noch machen. Ach so, den Glasofen, den hatte ich jetzt nur als Erinnerung noch drin gelassen. So, die Zwiebeln verkaufen wir direkt mit. Wie viel kriegen wir dafür jetzt? 120 insgesamt. Naja, gut, das ist aber nochmal eine gute Summe. Dann schauen wir mal. Ashura, sei gegrüßt. Meinst du, erinnert ihn daran, als er jung war? Always getting lost, dinging around. I've got a receipt for dosing rod. Das war das, glaube ich, mit dem roten Holz. Das brauchen wir aber im Moment noch nicht. Das habe ich zwar auch schon geholt, aber eigentlich brauchen wir es noch nicht. Und hier haben wir zum Beispiel jetzt wieder einen deutschen Text. Sehr gegrüßt, Gameplayerin. Ich saß im Gasthaus und dachte, es gäbe etwas, von dem ich gerne mehr sehen würde. Ich konnte es nicht genau sagen. Und dann wurde mir klar, dass das, was mir fehlte, dein Gesicht war. Was sagst du? Du willst beim Inn vorbeikommen? Ich habe ein paar neue Rezepte für Ramen und kann dir sogar zeigen, wie du deine eigene Mischstation herstellen kannst. Mist. Und ich werde gleich kein Geld haben. Also, den müssen wir auf jeden Fall besuchen. Dann Badru. I've got a receipt for a new watering. Watering can sell you. Also Badru und Ref. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Und Jell schickt mir Blumen, beziehungsweise einen Blumenübertopf. Das ist sehr, sehr nett. Den, weiß ich nicht, stellen wir den hier hin? Das ist so ein großer Blumentopf. Ja, den können wir hier vorne hinstellen. Dann ballert er uns auch nicht das Inventar voll. So, jetzt haben wir nur die andere Sache. Wir haben jetzt 5.246 Gold. Wie lange dauert das hier noch? 4 Minuten. Ich will jetzt hier nicht noch 4 Minuten warten. Das ist das Problem. Ich werde jetzt erstmal. Moment, wie war denn das? Das war 30 und das 55. Moment, dann nehme ich jetzt erstmal davon eine. Ich wollte gerade sagen, wenn ich rechtsklicke, hoffe ich, dass ich nur eine genommen habe. Und dann nehme ich von dem noch was und noch was. So, dann haben wir nämlich wieder einen Platz frei. Und dann gehen wir erstmal in die Stadt. Ich hab's übrigens ausprobiert. Oh mein Gott, wir haben so viele neue Quests. So, zu den beiden wollte ich erstmal. Ich hab's übrigens ausprobiert. Ich glaube, ich hatte das jetzt auch in der letzten Folge aufgenommen. Ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Nee, ich glaube, ich hatte es nicht aufgenommen. Es geht tatsächlich, aber nicht bei allen, dass man. Ich denke, ab einem gewissen Bekanntheitsgrad, Beliebtheitsgrad oder sowas, Freundschaftsgrad, dass man mit den Leuten sprechen kann durch die Tür nachts. Ich weiß gar nicht, wobei ich das jetzt genau konnte. Bei einem konnte ich das auf jeden Fall. So, Moment, mit dir wollte ich Good to reden. see you again. Ich muss zugeben, dass es mir irgendwie gefällt, wie du dich fürs Kochen interessierst. Es ist toll, jemanden im Dorf zu haben, der sich fürs Kochen begeistert und mit dem ich über Anleitungen fachsimpeln kann. Apropos Rezepte, ich habe ein paar neue auf Lager. Ach so, Ramen meint er. Okay. Jegliche Champignons und ein Ei. Wo soll ich ein Eier herkriegen? Oh, kostenlos Mischstation. Ja, die kostenlose nehmen wir doch. Die nehmen wir gerne. Allerdings die 250 jetzt hierfür auszugeben. Ich wollte mir erstmal ein größeres Inventar holen. Und ich weiß, ja gut, Eier kann man kaufen. Das ist mir schon klar. Aber sonst wüsste ich nicht, wo ich die herkriegen sollte. An Tagen wie diesen, wenn eine gewisse Kälte in der Luft liegt. Ich habe immer Lust auf eine gute altmodische Karottensuppe. Nee, das ist eine Gemüsesuppe, keine Karottensuppe. Okay, kann ich ihm nicht geben. Die Speisekarte ist gleich hinter dir, wenn du einen Blick drauf werfen willst. Außer du magst den Klang meiner Stimme. Dann lese ich sie dir natürlich gerne vor. ja, da war ich gerade drin. Ich musste gerade so lachen wegen seinen Augen. So, he, he.
Jetzt sag mir bitte nicht, dass der jetzt schlafen gegangen ist. Der ist oben? Nee, der ist draußen. Moment, mit wem wollte ich jetzt noch reden? Mist. Badru, wollte ich mit dir reden? What brings you around here? Schön, dass wir uns heute begegnen. Das wird eine großartige Ernte. Und ich habe deine Nase. Hä? Nicht wirklich. Ich mache nur Witze. Aber weißt du, was kein Scherz ist? Die Gartenarbeit. Ich meine es sehr ernst, wenn ich gärtnere. So wie es aussieht... Hä? Ich meine es sehr ernst, wenn ich gärtnere. So wie es aussieht, bist du das auch. Okay? Ich habe ein neues Rezept, falls du es ausprobieren willst. Herstellungsanleitung, gewöhnliche Gießkanne. Oh ja, das wäre cool. Brauche ich jetzt aber nicht unbedingt. Aber das wäre auf jeden Fall cool, wenn wir die holen könnten. Die Erde wäre mir ehrlich gesagt noch ganz lieb. Aber die müssen wir erstmal zurücklassen, weil wie gesagt, ne, wir müssen noch das Inventar erweitern. Dieses Jahr gab es eine tolle Ernte für Kaktusbauern. Ich erinnere mich schon gar nicht mehr daran, wann ich das letzte Mal Regen gesehen habe. Ich wollte Delilah mit ihren Lieblingstomatensalat zum Abendessen überraschen. Leider wurde meine letzte Ladung Tomaten von einem Chapar aufgefressen. Ich schätze, die Überraschung wird warten müssen, bis die Chapars ihren Appetit verlieren. Wünscht er sich jetzt die Tomate? Also nur eine oder mehrere? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Oder soll ich die... Ja, eigentlich müsste ich die ihm ja geben, ne? Weil er will ja damit was draus machen. So, zu dir müssen wir auch noch schnell, auch wenn er gerade nicht da ist. Nee, warte mal. Das ist nicht hier, aber das ist hier im Laden. Nein, nein, ich suche den Gürtel. Da. Oh. Ich weiß nicht, ob man den Gürtel, weil es sind 6 Uhr und die Stunde hat gerade geschlagen und er ist nicht mehr hier. Ich weiß nicht, ob man den Gürtel auch kaufen kann, wenn er schläft. Deswegen, aber im Moment ist er noch wach. Okay. Das heißt, wir haben jetzt endlich mehr Platz im Inventar. Ja. Das heißt, die Sachen kann ich jetzt erstmal alle nach oben tun. So, sehr schön. Das ist dann ja auch was, was sowieso niemanden interessiert. Wir machen einfach mal alles, was wir jetzt so drin lassen, sage ich mal, machen wir nach oben. Alles, was dann dazu kommt, würde dann nach unten kommen. Was haben wir denn hier noch? Bei ihr können wir noch was abschließen. Wo ist denn die? Ist die hier drin? Nee, die läuft dahinter rum, meine ich doch. Es tut mir leid, es tut mir leid. Bitte noch nicht schlafen gehen. Ich würde gerne vorher noch bei dir was abschließen. Jetzt läuft die auf der anderen Seite der Straße rum. Willst du mich denn nicht veräppeln? Stopp! A magistrate's work is never done. Da hat aber heute jemand seinen ganzen Mut zusammengenommen, was? Ich habe meine Großzügigkeit unter Beweis gestellt. Die Menschen in der Stadt haben mir gesagt, dass sie sich über ihre Geschenke gefreut haben. Anderen zu helfen und Geschenke zu machen, ist für die Palianer ein Ausdruck von Freundschaft und Dankbarkeit. Was braucht sie denn? Einige meiner Fälle müssten ersetzt werden. Doch es graut mir davor, mit Hassian Geschäfte zu machen. Könntest du mir nicht vielleicht ein paar Fälle besorgen? Aber was für Fälle? Ich bin gerade auf meinen abendlichen Rundgang. Die Rabauken meinen, sie würden mit ihren Kapriolen durchkommen, nur weil die Sonne sie nicht beobachtet. Aber das können sie sich abschminken, denn ich halte meine Augen trotzdem offen. Achso, ja gut, Fälle haben wir jetzt sowieso nicht dabei, brauche ich gar nicht erst zu gucken. So, 5 wilde Bäume auf dem Grundstück farmen, bauen. Anpflanzen. Wir hatten ja schon 2, das heißt, wir hätten diese Quest eigentlich jetzt zu Ende. Das Problem ist, dass diese 2 mir abgezogen wurden. Da habe ich mich ja schon im letzten Video, glaube ich, drüber aufgeregt. Und ich verstehe es ehrlich gesagt auch bis heute nicht. Och, ich habe hier noch neue Quests. Ich gehe jetzt aber nochmal ganz kurz mit euch nach hinten. Wie mache ich das denn am besten? Ich könnte eigentlich von hier aus... Ich glaube, das wäre eine Abkürzung, statt hinten rüber zu laufen. Ich gehe mit euch nochmal eben zur anderen Seite. Also zum sowieso Bay. Javias Bay oder wie das heißt hier. Und da zeige ich euch was, was ich jetzt zuletzt herausgefunden habe. Beziehungsweise was wir entdeckt haben, als der Epi und ich unterwegs waren. Und noch so ein bisschen farmen wollten. Weil erstens gehe ich jetzt, da es jetzt sowieso schon wieder Abend ist. Ich werde die morgen erst wieder ansprechen, das ist besser.
Und unsere Folge ist auch schon ziemlich lang, deswegen will ich das jetzt auch nicht so extrem in die Überlänge ziehen. Ich schaue gleich offline noch mal ein bisschen wegen den Muscheln. Dazu muss ich euch auch gleich noch mal kurz was sagen. Nämlich, ich glaube, ich habe euch gesagt als Tipp, dass ihr hier so in dem Gebiet, wenn ihr hier im Prinzip hier so durchkommt, am besten immer hier rechts rumlauft oder könnt auch hier oben rumlaufen. Und das... Ist das ein neuer? Ich bin mir gerade nicht sicher. Dass ihr dann hier dieses ganze Gebiet auf jeden Fall mal abfarmen solltet. Dass da ganz viele Muscheln und Austern und manchmal auch diese pinken Dinger, ich komme gerade nicht drauf, Korallen sind das, glaube ich. Dass ihr die da einsammeln könnt. Aber wir haben jetzt festgestellt, wenn ihr zum Beispiel hier könnt ihr durchgehen, irgendwo hier die Ecke. Das ist so ein ganz schmaler Durchgang mit Wasser auf dem Boden. Oder natürlich, ihr geht hier durch. Dann könnt ihr hier das Gebiet auch nochmal nachschauen. Und was wir festgestellt haben, auch hier unten, dieses Stückchen hier, da wo der Sand überall ist, da werdet ihr meistens auch immer wieder nochmal einen großen Batzen finden. Und hier könnten dann auch nochmal vereinzelt ein paar von den Muscheln drin liegen. Der Nachteil ist allerdings, die spawnen sehr, sehr schnell. Das ist das, was ich persönlich, ja, sehr scheiße finde. Anders kann man es nicht sagen. Das ist aber auch nicht das, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Moment, ich glaube, das, was ich euch zeigen wollte... Nee, Moment, das ist jetzt normal. Ich dachte gerade, das wäre Eisen gewesen, weil das hätte ich nämlich noch sonst mitgenommen. Eisen gibt es leider nicht so viel. Also wir haben nur ein paar Stellen gefunden, wo wir dann wirklich mal was machen konnten. Ach, jetzt laufe ich hier wieder den langen Weg. Wir hätten rechts eigentlich rumgekonnt. Da oben ist auch hin und wieder mal Eisen, aber anscheinend ist jetzt heute nichts da. Aber ich sehe gerade, hier oben sind zwei Eisen. Und wir haben festgestellt, dass, ich weiß nicht, einige oder vielleicht viele, ich weiß es nicht genau, Leute hier im Palia sehr sozial sind. Man kann es nicht anders sagen und ich finde es sehr, sehr toll. Möchte mich dann auch auf diesen Weg dafür bedanken. Weil ich hatte ja gedacht, dass die Leute immer rumlaufen. Und ich meine, das war ja auch bei einigen Leuten so, die dann vor mir rumgelaufen sind und wo ich dann das Gefühl hatte, die laufen extra darum, dass ich die Sachen nicht kriege. Und bei einem habe ich ja gedacht, okay, der läuft mir jetzt die ganze Zeit hinterher. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Hier oben ist nochmal Eisen. Aber wir hatten jetzt auch das Vergnügen, dass wir Lehm gefarmt hatten, beziehungsweise der Epi ist mal kurz wieder zu sich nach Hause gegangen, hat sein Inventar leer gemacht. Übrigens, das ist jetzt extrem viel Eisen, was ich hier gerade finde, deswegen nehme ich das jetzt auch zufällig nebenbei mit, weil sonst kriege ich nie so viel. Sonst habe ich vielleicht mal so ein, zwei, drei, die ich finde und das dann auf der ganzen Karte und nicht alle nebenbei. Also ich schätze mal, ich habe jetzt wirklich das Glück. Das war jetzt kein Eisen. Ihr könnt übrigens drücken, dann seid ihr schneller oben. Das habe ich auch festgestellt, dass ihr so hoch springt. Wenn ich mal das Glück habe, dass tatsächlich, dass ich tatsächlich was mehr Eisen finde, dann muss ich das natürlich ausnutzen. Ne? Gut, aber das ist nicht das, was ich euch zeigen wollte. Ach, da oben sind zum Beispiel die Bäume. Das zeige ich euch nochmal ganz kurz, bevor ich jetzt gleich hier eine Runde farmen werde. Nämlich, wir haben festgestellt, was wir vorher nicht wussten, weil, gut, ich habe hier eigentlich noch nie großartig Bäume abgeholzt hier in dem Bereich. Wenn ihr diese Tannenbäume hier findet, ich weiß nicht, ob ihr die mit der normalen Axt auch schlagen könnt. Ich denke mal ja, aber ich habe es nicht ausprobiert. Dann erhaltet ihr als Loot Kernholz. Das ist sozusagen dieses verbesserte Holz, wenn man so will, was wir erst später bearbeiten konnten. Was auch sehr gut und wichtig ist, jetzt können wir es natürlich nicht sehen, weil es ja halt doch eher seltener ist. Achso, den kann ich nicht machen, schade. Den musst du leider alleine machen. Ich lasse dir hier aber noch was übrig. So. So, ist auch nur Kernholz. Hier haben wir noch was. So, kommt der mir nach? Das ist jetzt die Frage. Oder läuft er in die andere? Ich glaube, er läuft in die andere Richtung. Na gut. Aber das, was ich jetzt gerade gemacht habe,
Das habe ich nämlich gestern bei einigen gehabt. Das wollte ich euch jetzt nicht zeigen, aber das habe ich bei einigen gehabt, dass man dann sich gegenseitig so ein bisschen hilft. Also, dass man einfach mal eben wartet mit dem Abholzen und entsprechend das dann zusammen mit jemandem macht. Ich glaube, den kann ich nicht machen, oder? Der ist zu groß, ja. Den einen konnte ich leider auch nicht machen, weil er zu groß war. Deswegen habe ich ihn den dann halt komplett überlassen. Aber ich hätte theoretischerweise den Loot noch einsammeln können, wenn ich einmal draufgehauen habe. Also das haben wir ja schon festgestellt. Wenn man einmal draufhaut, besser ist natürlich immer zweimal, dann... das ist, glaube ich, jetzt der gleiche wieder gewesen. Aber hat der jetzt hier die ganzen kleinen Bäume abgeholzt? Das wäre jetzt doof. Aber hier in dem Bereich auf jeden Fall gibt es diese Tannen. Und die geben euch das Kernholz. Das ist in erster Linie das, was ich zeigen wollte. Es wäre jetzt noch schön gewesen, wenn ich jetzt noch eine Eichel bekommen hätte. Das wäre nämlich das andere, was ich zeigen wollte. Weil, und das haben wir leider nur bei diesen Bäumen hier bisher gehabt. Hin und wieder, ich habe leider nur 3 oder 4 Eicheln bisher, hin und wieder geben die mal Eicheln ab. Das heißt, ja, dass man am besten so lange hier rumwerkeln sollte und die abholzen sollte, bis man genügend Eicheln hat. Und damit uns das jetzt nicht nochmal passiert, das ist wieder so ein großer, den kriege ich wieder nicht hin. Damit uns das nicht nochmal passiert, dass wir was abgezogen bekommen. Was ich nebenbei bemerkt immer noch eine Sauerei finde, dass das so verbuggt ist. So, Moment, das einmal kannst du ja auch noch nehmen. Da habe ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen mehr, weil ich mir ja nie so sicher war, habe ich dem anderen jetzt was weggenommen oder nicht. Die Sachen, die spawnen mal hin und wieder, ja. Das ist aber, hat nichts damit zu tun, dass andere das halt genommen haben. Sondern man sieht ja gerade erst, glaube ich, jetzt gerade am Versuchen, da was einzufangen oder so. Ich bin mir nicht sicher. Hier hinten ist noch was. Das nehmen wir auch nochmal schnell mit. Also hier könnt ihr auch ganz gut Knoblauch sammeln, sehe ich gerade. Das war nicht das, was ich wollte. Aber das geht auch. Wir waren, ich glaube, hier irgendwo in dem Bereich. Und ja, jetzt hier waren wir jetzt gerade. Da sind die ganzen Tannenbäume. Das wollte ich euch, wie gesagt, nur eben gezeigt haben. Ja, und ich drücke euch die Daumen, dass ihr mehr Glück habt als ich, weil ich habe jetzt leider kein Glück gehabt. Ich hatte gedacht, vielleicht kann ich jetzt auf das kurze Stück nochmal die ein oder andere Eichel vielleicht mit abgreifen. Aber das, ja... scheint heute nicht so gut zu funktionieren, wie es eigentlich soll. Mal schauen. Vielleicht kriege ich die noch, dann kann ich nochmal neue Bäume pflanzen. Alle hintereinander, das kann ich euch nur als Tipp geben. Weil der Epi hatte das auch, dass das so verbuggt war und plötzlich zurückgesetzt worden ist. Und ja, das ist halt nervig. Das ist eine Krabbe. Das ist eine glänzende Krabbe oder sowas, keine Ahnung. Also ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal hier meine Runde drehen, werde nochmal ein bisschen muscheln und so weiter, gucken, dass ich die einsammeln gehe. Hab jetzt gerade, glaube ich, einen Streifen gefunden, wo sehr wenig aktuell drauf ist. Hier ist übrigens auch immer mal wieder ein bisschen Eisenerz drauf. Nach Truhen solltet ihr auch immer wieder die Augen offen halten, weil die findet ihr hier auch. Also hier oben drüber, glaube ich, war noch eine. Und ja... ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich fahre mir noch eine Runde und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich hiermit fertig bin. Wenn ich das Inventar, glaube ich, auch schon wieder leer gemacht habe. Und ja, beziehungsweise wir schauen mal, wie viel ich denn gefunden habe in der nächsten Folge. Das habe ich zwar schon mal mit euch gemacht, aber damit man das nochmal so ein bisschen vergleichen kann. War da jetzt gerade was? Ich glaube nicht, ne? Und ja... ihr merkt, ich sollte nicht nebenbei farmen gehen und dann reden, weil das ist bei mir irgendwie nie gut endet. Ich weiß auch nicht. Ich sag mal einfach bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.